Heute fahren Sie diese BR 426 nach Murnau. Geplante Abfahrt ist 11.32 Uhr. In Murnau haben Sie etwas Pause und Zeit für ein Mittagessen, bevor es nach München zurückgeht. Das Wetter ist gut, seien Sie aber trotzdem vorsichtig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des Train Simulators. Und ja, Folge 5 aufgrund dessen, dass die Zugwoche nicht mit reinzählt. Wir sind heute auf der Strecke München-Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Zeit, die Türen zu öffnen und die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Ein Signal wird Sie zur Weiterfahrt benachrichtigen. So, dann öffnen wir also mal die Türen, legen schon mal den Fahrtrichtungswender nach vorne. Genau, so, wie gesagt, wir sind heute auf der Strecke München-Garmisch-Partenkirchen unterwegs, fahren heute den Abschnitt München-Murnau mit dieser wunderschönen kleinen Baureihe 426, zweiteiliger Triebzug in Doppeltraktion, gibt es auch quasi als Baureihe 425 und die Baureihe 425 sieht vom Äußerlichen genauso aus, nur dass dieser halt aus vier Wagen besteht, also noch zwei Mittelwagen besitzt. So, und wir haben Abfahrt. Nächster Halt ist Pasing Gleis 4. Oder, ja. Nebenbei die Baureihe 426 mit eines der ersten Modelle im Train Simulator gewesen. Ich glaube die 189 von der Train Simulator Academy kam noch vorher, wo wir diese Oberleitungsblitze haben, die ihr ab und zu mal seht, wenn es so blau aufblitzt. So wie eben gerade wir. Und ja, wir spielen heute ein Karriereszenario, wie ihr seht, an der Punktevergabe. Da drüben, die Abstellgleise voll mit alten Interregio-Wagen. Heutzutage ja nicht mehr im Einsatz, wenn die Wagen noch irgendwo unterwegs sind, dann meist in Intercity-Lackierung. Also halt weiß mit einem dünnen roten Streifen. Sollte eigentlich jedem bekannt sein, wie die Intercities aussehen. Genau. Gab es früher halt auch noch als Interregio, entweder in diesem Weiß-Rot oder in Weiß-Blau.
So, und da vorne kommt dann auch schon der Bahnhof München-Pasing in Sicht. Da vorne fährt die 101 mit ihrem Interregio-Zug. So, und damit haben wir Pasing erreicht. Ja, mal kurz gucken. Nächster Halt ist dann erst Tutzing. Müsste nicht mal in Starnberg anhalten, verwundert mich ein wenig, bin ich ehrlich. Aber gut. Die 101 fährt geradeaus weiter, wird uns also auf unserer Strecke nicht weiter begleiten. Und weiter geht's. Haben wir eine vorgegebene Uhrzeit für Tutzing? Ja, 11:56 Uhr. Und momentan sieht es auch ganz gut aus, dass wir das halten können. So, dann wollen wir auch mal hochbeschleunigen. 160 sind hier erlaubt. Das kann die Baureihe 426 auch. 160 km/h sind die Höchstgeschwindigkeit der, also die zugelassene Höchstgeschwindigkeit der 426. Von der Baureihe 426 wurden damals insgesamt 43 Einheiten gebaut. 41 davon befinden sich noch im Einsatz, von der Firma Siemens. Genau. Und jede einzelne dieser doppelten Zuggarnituren ist 36,4 Meter lang.
Leermasse der Züge sind 63,2 Tonnen. Und jo. Spitzname ist im Übrigen Baby Quietschi. Weil, also Quietschi ist halt der Spitzname der 425. Und ja, dadurch hat dann quasi, weil sie halt optisch an sich nahezu identisch sind, hat dann die 426 halt den Spitznamen Baby Quietschi bekommen. Platz finden in der Baureihe 426 im Übrigen bis zu 1212, bis zu 212 Passagiere. 1200 wäre ein bisschen dolle viel. Bis zu 212 Passagiere. 12 Sitzplätze dabei in der ersten Klasse, 112 Sitzplätze in der zweiten Klasse. Und die restlichen Sitzplätze sind Stehplätze. Können ja mal hier kurz in den Innenraum gucken. Eigentlich das Klassische für die Triebzüge dieser Bauart. Es gibt auch keine weitere Sitzposition. Da sehen wir die Toilette des Zuges. Nee. Die geschlossene Rückwand. Okay. Stimmt, wir sitzen ja hier bereits im zweiten Wagen. Hier haben wir den. Normalerweise sind hier diese Rückwände eigentlich mit verdunkelten Glasscheiben. Vor allem auf jeden Fall zumindest mit einer Glastür, wo man halt im Normalfall durchgucken kann. Ja, in dem Fall jetzt hier halt nicht. Können wir erkennen, von wo das Verkehrsnetz ist? Nee, kann man da auch nicht erkennen. Nun gut. Was mich allerdings gerade ein wenig stutzig macht, ist, dass wir hier nur 130 km/h erreichen, obwohl zugelassene Höchstgeschwindigkeit, wie gesagt, 160 km/h beträgt. Naja. Nun, begeben wir uns mal wieder in unseren Führerstand. Und dann. Mahlzeit, Kollege. Auch wieder das klassische Train Simulator Problem. Ihr habt es gerade gesehen.
Hier auf unserem vordersten Zug steht Murnau drauf, also auf dem vorderen Teil des Zuges steht Murnau drauf, was ja auch unser eigentliches Ziel ist. Auf der zweiten Einheit allerdings steht Starnberg. Auf ihm steht gar nichts, steht bei ihm vorne was drauf. Glaube nicht, ne? Und auf dem letzten steht wenigstens wieder Murnau, sodass wenn du von vorne und hinten drauf guckst. Wenigstens da identische Sachen stehen. Kommt uns schon wieder einer entgegen. Wieder eine Einzeltraktion. Können auch nicht zwischen irgendwelchen Wagen hin und her wechseln. Das wollte ich gerade nochmal nachgucken. So, jetzt geht es wenigstens ein wenig bergab. Dadurch können wir gerade nochmal Geschwindigkeit aufbauen. Und in 2,3 Kilometern kommen dann 60 km/h. Können wir uns schon mal drauf vorbereiten. So, und damit erreichen wir jetzt den Bahnhof Starnberg am See. So, und dann fangen wir uns doch dann auch langsam mal an, die ersten Hügel hochzukämpfen. Ab jetzt wird es ein wenig bergig, die Strecke.
Wobei man sagen muss, richtig auf und ab, vor allem bergauf, geht es eigentlich eher ab Murnau dann auf dem Teilstück bis Garmisch-Partenkirchen. So, jetzt geht es erstmal wieder bergab und vor uns erblicken wir bereits die Alpen. Da vorne dann im Übrigen endlich unser erster Halt. Okay, Korrektur, zweiter Halt. Tutzing. Aber erster Halt außerhalb von München. Da haben wir gerade ein bisschen dolle viele Punkte verloren. Weil wir nicht so recht Geschwindigkeit verloren haben, gerade in der Bremseinstellung. Nun gut.
Eigentlich als Kurzzug hätten wir sogar idealerweise hier unten am Bahnhofsdach gestanden und wären nicht so erst so weit vorgefahren. Dafür sind wir aber gerade ein bisschen schnell im Bahnhof rein. Und der Train Simulator wäre eigentlich sowieso immer, dass man immer schön am Anfang, also am Ende des Bahnhofsbereichs steht, also quasi hier vorne direkt vorm Signal. Nun ja. Nächster Halt, Weilheim, Oberbayern, Gleis 1. Das war's. Ab hier trennen sich die Gleise. Ab nun ist unsere Strecke nur noch eingleisig bis Garmisch-Partenkirchen.
Meine Damen und Herren, nächster Halt Weilheim, Oberbayern, Gleis 1. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So ist eine schöne Haltposition. Und dann Murnau. Sehr schön. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der S6 nach Murnau.
Nächster Halt, Hugelfing, Gleis 1. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Könnte man gerade schön die Schräglage unserer 426 in der Kurve sehen. Durch die Kurvenüberhöhung. Schon wieder zu schnell.
Nächster Halt, Uffing am Staffelsee, Gleis 1. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ah ja, okay. Da ist die Map zu Ende. Warum hören da die Berge so plötzlich auf? Aber vorhin sehen wir auf jeden Fall schon mal. Wie sich weithin die Alpen vor uns auftürmen. Schön wäre eigentlich, wenn wir so dieses schöne, markante Anfahrgeräusch der 425, beziehungsweise was ja auch die 426, mit der wir gerade unterwegs sind, hat, hätten als Ton, aber leider ist dies nicht der Fall. In Trains in World ist es dargestellt, in der Baureihe 425. Aber Trains in World kann ich leider nicht aufnehmen, dafür ist der PC nicht leistungsstark genug. Wenn ich irgendwann mal einen besseren PC habe, dann kann ich auch davon mal Let's Plays veröffentlichen. Nächster Halt, Murnau Gleis 3. Unsere Fahrt endet dort. Wir bitten alle Passagiere auszusteigen. Bitte vergewissern Sie sich beim Ausstieg, dass Sie keine Wertsachen vergessen haben. Wir bedanken uns für Ihre Mitfahrt mit der DB Regio und wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterfahrt.
Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, und damit wären wir dann auch schon am Ende unseres Szenarios für heute angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Like da lasst und, falls ihr es noch nicht getan habt, den Kanal abonniert. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid beim Train Simulator. Oder morgen bei Transocean. Außerdem natürlich am Sonntag zu Civilization 5 mit dem, im Multiplayer mit dem lieben Troller. Jetzt schon die 9. Episode dann. Und von Transocean morgen die 13. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Was? Wo sind wir bitte schön gescheitert? An welchem Punkt? Ist jetzt hier nichts. So, ansehen und alle Aufträge vollständig und in der korrekten Reihenfolge erfüllt haben. Haben wir doch. Komisch. Nun gut. Ja, wie gesagt, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit, umgebt euch mit netten Leuten. Bleibt im Kopf immer positiv, Corona schön negativ. Es verabschiedet sich der Nickler.